Spirituell oder nur durchgeknallt? Wir haben hier alle einen im Tee. Eine Vision muss her. Ist da irgendwo ein Mann, den Sie sehen? Bäckereifachverkäuferin Pina aus Bergisch Gladbach und Hip-Hop-Girl Mimi aus Schifferstadt suchen den Sinn des Lebens. Gemeinsam entführen sie uns in Mimis und Pinas Welt. Esoterik-Festival Baden-Baden. Hier soll Licht ins irdische Dasein kommen. Ich erhoffe mir jetzt von der Esoterik, dass die mir sagen, wie es in meiner Zukunft weitergeht. Ich meine, für was sind die denn da? Ich hoffe, dass bei der Esoterikmesse mir eine Wahrsagerin mal sagen kann, was das Problem in meinem Leben ist. Denn ich lebe in den Tag hinein. Life is happening. Rainbow Spirit Festival. Wir sind verstrahlt, Schatz. Also schlimmer können ich wir noch da nicht rauskommen. So. Aber nach dem, was die mir nachher erzählen und anreden wollen. Bei so viel Tantra, Mantra und Chakra hat Pina Angst, dass sie noch verrückter rauskommt, als sie reingegangen ist. Mimi dagegen ist ganz entspannt. Und das, obwohl die erste Audienz bei einem Wunderheiler ist. Ich bin die Mimi. Mimi, hallo. Und? Kommst du zu einer Kurzheilung? Darf ich auch vorstellen, bevor ihr ein Team werdet? Ja. Danke. Ja, ich bin die Pina. Oh, ihr riecht aber voll nach Weihrauch. Das ist Kopalharz. Das ist ähnlich wie Weihrauch, genau. Kommt man da drauf? Das ist bei den Mayas ist das so der... Mayas kenne ich. Das schlägt aber ganz schön an. Dort wohne ich seit 11 Jahren. Und dort habe ich seit einem halben Jahr sehr viel Kontakt gehabt mit Elementarwesen. Das kannte ich vorher nicht. Zwerge, Feen, auch Meister von anderen Planeten kommen dahin. Cool. Aber wer braucht schon Elementarwesen, wenn er Mimi kennengelernt hat? Pina ist elementar verunsichert. Vielleicht sind wir einfach noch viel zu jung, um das alles zu verstehen. Was machst du, das Schmutz weg? Mach mal die Augen kurz zu, dann kannst du loslassen. Die genießt das ja richtig. Klar. Ich glaube, der hat einfach nur Kontakt zu mir gesucht, ne? Er wollte mich einfach nur anfassen. Man hat schon gemerkt, dass er in seiner Jugend ziemlich unter Drogen wahrscheinlich gelitten hatte. Die Mayas sagen, in deinem Wahnsinn liegt deine Wirklichkeit. Ja, einfach wahnsinnig sein in dieser Welt. Ja, das ist immer der Wahnsinn. Warum schickst du mich in die Hölle? Hölle, 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 ne? Ja, was sagt man denn dazu? Ist alles ein bisschen spirituell. Noch lange kein Grund, sich schlecht anzuziehen. Hat man das früher nicht mal Hippie-Zeit genannt, was jetzt hier abgeht? Wir haben hier alle einen im Tee. Sind Sie ein Happy Mensch? Ich liebe bunte Farben, es tut mir selber gut. Blau. Deshalb mache ich's. Also am ersten von den Klamotten hier aneignen könnte ich mir gar nichts. Weil es sieht einfach so altbacken aus, so Hippie-mäßig. Sieht aus wie ein Kiffer. Mimi fehlen wohl noch die richtigen Vibrations. In Stille einfach ausprobieren. Wenn du mal die Klappe halten willst, kann ich mich entspannen. Ey, was? Die geben für Steine Geld aus? Kostenfrei dagegen sind die kosmischen Bodyguards, die sich die beiden dann doch anders vorstellen. Dein Schutzengel ist der Michael und deiner der Raphael. Kann sich der Ali oder der Mehmet sein? Nein, der nicht. Selbst Fotoshooting gibt's hier. Wer strahlt mehr, Pina oder ihre Aura? Oh, Pina Pink! Ist magical! Ui! Nein, überirdisch. Das ist hier Messing und Acrylglas. Und diese äußere Form zieht praktisch kosmische Energie an. Energie, Energie. Darum trinkst du immer Red Bull. Energie für zwei, ja? Fängst du mir übers Bett. Sag mir, du glaubst den Scheiß. Doch, glaub ich. Also ich würde euch vorschlagen, dass ich euch eine Energiewelle gebe. Ja. Und? Ja, mir war halt unbeschreiblich so. Mhm. Stimmt mit mir denn was nicht, dass ich das nie spüre, sowas? Nee, das hat ja nichts zu sagen. Wenn ich die Pyramide gekauft habe vor 14 Jahren, da konnte ich das nicht spüren. Ich konnte gar nichts spüren. Ich konnte auch nichts spüren, ehrlich gesagt. Und nach ungefähr 2 Wochen konnte ich diese Energie spüren. Was kostet die denn? Die kleine Pyramide 399 Euro. Und die große Pyramide 1599 Euro. Für 1000 Euro mir eine riesen Pyramide zu holen, ist für mich nicht unbedingt sinnvoll. Da lege ich lieber noch 2.000, 3.000 Euro drauf und mache mir meine Brüste. Habe ich mehr von. Da werde ich viel, viel glücklicher. Und Männer bestimmt auch. So kann man auch das andere Geschlecht an sich binden. Langsam kommen Zweifel an den übersinnlichen Methoden auf. Sie sind schlau, intelligent und das wissen sie auch alles. Niemals! Voll gelogen! Gar nicht! Sehr schlauer Mensch!
Schatz. Ja, wo denn? Also, die Analyse hat die Analyse ergeben. Jetzt reicht's. Kauf mir das ab oder lass es. Wenn die Erleuchtung nicht von alleine kommt, hilft Schamane Timotheo auch gerne mal mit Halluzinogenen nach. Hi. Puh. Hallo. Doch bevor der Indianer die wichtigen Fragen des Lebens beantworten kann, will Mimi auch was von dem Stoff. Was rauchst du denn da? Das ist Mapacho. Darf ich rauchen, Mapacho? Ja. Ist Mapacho gut für Kopf? Kein Wunder, wenn du irgendwann Drogen so schwörst. Hier fängt es nicht an. Was ist das Tabak? Das ist eine Heiligentabak. Ein Heiligentabak? Dieser Zug, da hat mich echt, das war ganz komisch. Wow, das Zeug haut ja richtig rein, ey. Was meinst du, warum du so ruhig und gelassen da sitzt? Was ist das nochmal für ein Zeug? Mapacho. Mapacho. Können Sie aus meiner Hand lesen und mir sagen, was die Zukunft für mich bringt? Ehrlich? Bisher waren Pinas Beziehungen so schnell weg wie Schnee in der Sonne. Ist da irgendwo ein Mann, den Sie sehen? Hast du viele? Ehrlich? Hat er Geld? Er hat Geld. Hat genug Geld für dich. Das dauert noch ein bisschen, aber er wird Geld haben, ne? Ist doch ein super Ding, oder? Seit 4 Monaten glaubt Mimi, ihren Seelenpartner gefunden zu haben. Beim Schamanen will sie die letzten Zweifel aus dem Weg räumen. Den Mann, den ich jetzt habe, bleibt er für immer bei mir? Nee. Nein. Das können, hätte ich auch sagen können. Warum nicht? Nichts hält für die Ewigkeit. Da sagt er knallhart aus der Pistole geschossen nein, ne? Weißt du warum? Das hat er mir nicht gegönnt. Sagst du mir jetzt, wie es weitergeht? Das behält der Indianer erstmal für sich. Sonst würden die beiden ihn sicher nicht so leicht an ihren Skalp lassen. Die nicht ganz krankenkassenfinanzierte Heilung wirft Fragen auf. Eine Wirkung zeigt die Mund-zu-Kopf-Beatmung auf alle Fälle. Mimi ist fassungslos. Dass der mit seinem Mund an meinen Kopf, was hätte er denn gemacht, wenn ich jetzt eine Woche lang immer meine Haare gewaschen hätte? Und dann schlürft er da so rum und das Wasser berührt meinen Kopf und das saugt er dann gleichzeitig wieder ein. Es ist überhaupt nicht bakteriell gut gewesen, was der da abzieht. Was hast du gemacht? Ich habe dich gebannt. Sicherheit weg. Ja, stimmt. Was? Meine Unsicherheit ist weg und meine Angst auch. Der hat mir auf den Kopf gerotzt. Was soll ich davon halten? Gar nichts. Ob meine Zukunft positiv oder negativ verläuft, hat mir eigentlich hier keiner beantworten können. Der eine sagt dies, der andere sagt das. Soll ich noch glauben? Kein Stück schlauer, aber mit neuer Energie beenden die beiden das Abenteuer. Pina hofft auf einen XXL-Busen und Mimi versucht, die Beziehung zu ihrem Freund zu retten. Viel Glück, Mädels. Wie angespannt du da sitzt. Das ist auch geil. Oh mein Gott! Oh mein Gott! Das Lustige ist, ihr seht das nämlich, er bremst mit, er schaltet eigentlich auch mit. Und das hat Spaß gemacht. Das war toll. Vielen Dank.